Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr seht mal wieder den Gerd Gantefer bei mir sitzen. Das heißt, heute geht es mal wieder um Physik und wir beschäftigen uns mit dem alten Thema, das Grundthema der Energiewende eigentlich, nämlich wie kriegen wir die volatile, erneuerbare Energie gespeichert. Das ist das Problem und wir haben ja schon einige Sachen besprochen, wie man das lösen könnte. Und jetzt ist uns ein Energiespeichermodell zugetragen worden, was es schon ziemlich lange gibt, nämlich vom Professor Schmidt-Böcking, der seit 2004 schon emeritiert ist. Ich glaube, der ist gute 80 Jahre alt und du kennst den sogar, richtig? Ja, also aus der langen Zeit, wo ich selber da in verschiedenen Bereichen tätig war, ist mir der Name öfters vorgekommen. Und ich glaube, ich habe mich mal als Doktorand, als ich eine Doktorarbeitsstelle suchte, sogar beworben. Okay. Habe ich aber nicht gekriegt. Das kann natürlich passieren. Wir haben heute also es mit jemandem zu tun. Wir hatten ja auch schon Leute, wo dann hinterher man nicht weiß, ist das seriös oder ist das Schamanismus oder was auch immer. Aber Professor Schmidt-Böcking hat auch Preise bekommen für seine Arbeit. Er hat den Davison Germer Award of the American Physical Society für die Entwicklung des Coltrims-Reaktionsmikroskops bekommen. Ja, das hat er gemacht, ja. Und 2010 Stern Gerlach Medal of the German Physical Society, also die DPG. Also der ist ausgezeichnet, ja. Renommiert und man kann davon ausgehen, dass die Physik stimmt heute mal. Ja. Aber wir schauen uns an, worum es eigentlich geht. Ich sage mal ganz einfach, wenn ich früher in der Badewanne gesessen bin als Kind, dann hat man ja solche Quietscheentchen und dann drückt man die unter Wasser und dann geht da Wasser rein. Ja? Das heißt, offensichtlich ist es unter Wasser, drückt halt das Wasser in einen Hohlraum rein. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Wobei die Quietschente ein bisschen eigentümlicher Vergleich ist für die Betonkugeln, um die es hier geht. Genau. Also das Konzept von diesen unterseeischen Pumpspeicherkraftwerken, um die es geht und die jetzt eigentlich auch mal im ordentlichen Stil die Energieprobleme lösen könnten, das wurde schon 2011 entwickelt. Das ist eigentlich das Interessante. Und schon 2016 hier ganz in der Nähe bei Überlingen im Bodensee getestet. Ja. Was hat man da gemacht genau, Gerd? Ja gut, das ist also eigentlich ein Pumpspeicherkraftwerk, was ja normalerweise, also wenn man also Pumpspeicherkraftwerk googelt oder Wikipedia nachschaut, da gibt es immer ein oberes Becken und ein unteres Becken. Also dazu braucht man halt Berge und man kann, wenn man zu viel Strom hat, also an einem sonnigen, windigen Tag haben wir gewaltige Stromüberschüsse, kann man aus dem unteren Speicherbecken Wasser nach oben pumpen in ein oberes Speicherbecken und das ist Lageenergie, das ist also gespeicherte Energie einfach, weil es oben ist und wenn man jetzt mal einen dunklen Tag hat oder Nacht und kein Wind, dann kann man das Wasser runterlaufen lassen und beim Runterlaufen treibt es normale Wasserturbinen an und kann da durchaus ein Gigawatt oder sowas, also ordentlich Power rausholen, die man vorher reingesteckt hat. Wirkungsgrad von solchen Pumpspeicherkraftwerken ist 80%, also sehr hoch. Man kriegt fast alles wieder, was man reingetan hat. Das Problem ist, dass man dafür die geologischen Verhältnisse haben muss. Man kann sowas nicht künstlich bauen. Ja, also jetzt gerade bei der Energiewende in Deutschland hat man eben das Problem, also die Pumpspeicherkraftwerke wären die Lösung, aber die gesamte Kapazität aller Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland, da habe ich nachgeguckt, das waren 40 Gigawattstunden. Das heißt, wir haben ungefähr rund 100 Blöcke, brauchen wir eigentlich Kraftwerksblöcke mit einem Gigawatt. Und das heißt, die gesamte Leistung, Speicherleistung reicht für 40 Stunden eines 1-Gigawatt-Kraftwerkes und wir brauchen 100 für Deutschland. Das ist also zu vernachlässigen. Also das sind die Pumpspeicherkraftwerke. Ja, die normal ist. Also viel zu wenig für die Energiewende. In der Schweiz, das wollte ich noch sagen, also wenn man hohe Berge zur Verfügung hat, sieht es viel besser aus. Den Höhenunterschied, darum geht es. Deutschland hat einfach nicht diese Berge. Da reichen die Pumpspeicherkraftwerke, das sind die großen Stauseen in den Bergen, ja, die reichen also mehrere Wochen bis 2 Monate, um die Schweiz zu versorgen. Das heißt, die Schweiz hat aufgrund seiner Berge viel bessere Chancen. So, und der Herr Schmidt-Böcking möchte jetzt sozusagen in das Inverse gehen. Er geht nicht nach oben, sondern nach unten und hat unter Wasser eine Luftkugel, also ist erstmal Luft drin und da drückt das Wasser rein und wenn das reinspült, dann kann man da genauso eine Turbine mit antreiben und Strom gewinnen. Umgekehrt, wenn Stromüberschuss da ist, aus der Betonkugel, die irgendwo am Seeboden liegt, wieder rauspumpen. Das ist also dasselbe wie ein Pumpspeicherkraftwerk, aber andersrum. Okay, also man wendet Energie auf, um das Wasser aus der Kugel rauszupressen gegen den Druck des Wassers, ja. Weil da unten in einer entsprechenden Tiefe der Gegendruck sehr hoch ist.
hoch ist. Ja, also es geht um den Höhenunterschied und letztendlich geht es auch bei den normalen Pumpspeicherkraftwerken um Druck, weil das obere Becken, das hat so ein Fallrohr und wenn das 100 Meter sind, Höhenunterschied, das ist ja relativ wenig, dann sind das 10 Bar, also der 10-fache Luftdruck und damit kann man schon ordentlich eine Turbine antreiben. Ja. Und wenn die Kugel unter Wasser mit Luft gefüllt ist, dann drückt das Wasser mit 10 Bar bei 100 Meter Tiefe oder Herr Böcking spricht von 700 Metern mit 70 Bar, das ist ein wahnsinniger Druck, in die Kugel rein. Hier im Bodensee bei Überlingen haben Sie einfach so testweise eine große Betonkugel versenkt. Da konnte man jetzt nicht wahnsinnig viel Strom erzeugen, aber man konnte das Prinzip erforschen. Ja, das Prinzip wurde erforscht, sehr beeindruckend. Es war also eine einigermaßen handliche Kugel. Das Problem ist, wenn man die Kugel leer gepumpt hat, man kann die sogar das Wasser ganz leer pumpen und wenn das unter Wasser ist, dann fließt ja keine Luft rein. Dann ist in der Kugel ist dann Vakuum drin, was den interessanten Effekt hat, dass man Auftrieb hat. Die würde also, wenn sie nicht schwer genug wäre, einfach nach oben blubbern, weil es ja eine luftgefüllte Kugel ist, wie ein Luftballon. Der blubbt ja auch nach oben. Also muss die Kugel super schwer sein. Bei 700 Meter Wassertiefe und Durchmesser von 100 Metern braucht man eine Betonwand von 10 Meter Dicke, steht in einer der Papers drin. Nicht, weil der Druck, damit man den Druck aushalten kann, ne? Sondern damit das Ding nicht hochpluppt. Damit das Ding schwer genug ist. Ja, es ist also schwer, es hat sehr viel mit Stahlbeton zu tun und auch die Testkugel im Bodensee war so eine sehr massive Betonkugel. Der freie Durchmesser innen drin, der war irgendwas um 10 Meter, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber sie haben da einige getestet und gezeigt, dass es im Prinzip geht. Okay, das Prinzip geht und man könnte statt einer relativ kleinen Kugel in 70, 80 Meter Tiefe auch viele große Kugeln in vielleicht 700 Meter Tiefe sich vorstellen. Ja, zunächst mal geht es eben nicht mit einer Riesenkugel mit einem halben Kilometer Durchmesser, weil die würde implodieren, der Druck ist zu groß, sondern Herr Schmidt-Böcking und sein Co-Autor Herr Luther schlagen vor, Betonröhren zu nehmen, die in solchen Einheiten, so wie ja, lauter Röhren nebeneinander, so wie Spaghetti, sogar Macaroni, gelagert sind. Das sind dann so Einheiten und da haben Sie zwei konkrete Beispiele, jetzt nicht unbedingt im Meer, sondern Sie wollen den ganzen Bodenseeboden damit bedecken oder wahlweise der Hambacher Tagebau, der ja auch so 400 Meter tief ist oder so, da die Sohle bedecken. Und man hat eben im Bodensee irgendwelche 150 oder 100 Meter Höhenunterschied, das ist einfach die Tiefe des Sees und in Hambach, der Tagebau, das sind 400 Meter, da hätte man also ordentlich Höhe und die Speicherkapazität skaliert mit beiden Faktoren, nämlich dem Volumen, wie groß ist die Hohlkugel, unsere Luftblase oder viele Luftblasen in Volumen Kubikmetern und wie tief ist es und zwar geht es linear mit beiden Größen, also je mehr Volumen und je mehr Tiefbau, umso mehr Strom kann ich darin speichern. Ja. Und in beiden Fällen, also Hambacher Loch oder Bodensee, komme ich auf etwa 500 Gigawatt. Stunden. Okay. Man muss vielleicht nachtragen zum Hambacher Forst. Das ist ja schon mehr als nur so ein Gedanke, sondern es gab 2019 auch vom Landtag Nordrhein-Westfalen tatsächlich eben dieses Projekt ja. Speicherstadt Kerpen, also ja. Kerpen, was wohl am Hambacher Forst benachbart ist, hat sich eben überlegt, dass sie die Ersten werden, die so eine große Lösung von Wasserbatteriespeicher Unterwasserbatterie. Von dieser Unterwasserbatterie machen. Das ist eigentlich das Interessante, da kommen wir auch später nochmal dazu, dass das schon relativ weit eigentlich ist. Also wir sehen, die Physik funktioniert, das ist eigentlich attraktiv und es ist auch schon wirklich weit gedacht worden. Also an diesem Projekt im Bodensee hat ja das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, IEE, mitgeforscht oder auch entscheidend mitgeforscht und auch einen Abschlussbericht gemacht. Seit 2019 ist jetzt aber irgendwie nicht mehr so viel passiert. Wir kommen gleich mal nachher noch dazu, warum das so ist. Vielleicht erstmal noch von dieser Technik, reiner Technik oder Physik, Vor- und Nachteile. Zum Beispiel auch verglichen mit Überschussstrom in Wasserstoff zu speichern, ist ja auch eine Möglichkeit. Kannst du da was zu sagen, wie sich das verhält von Vor- und Nachteilen? Wenn wir jetzt aus Wind und Sonne riesige Überschüsse haben an sonnigen und windigen Tagen, das ist ja jetzt schon so und das wird mit weiterem Ausbau von Sonne und Wind noch viel mehr werden. Da reden wir über Gigawatt. Also Gigawatt Leistung, das ist so viel Strom, ein Gigawatt, wie ein Gigawatt Kraftwerk erzeugt, was ja für eine Millionenstadt reicht. Das ist also so ein dickes Kabel mit 100.000 Volt Spannung. Ja? Also das ist eine riesige Energie und die kann man im Prinzip in Wasserstoff umwandeln.
umwandeln. So, dazu brauche ich natürlich Elektrolysierfabriken, die überhaupt diese gigantischen Mengen an Strom und Wasserstoff umsetzen können. Wenn ich den Wasserstoff dann für Prozesswärme verwende, also zum Beispiel um jetzt irgendwelche Industrieprozesse in der chemischen Industrie, die brauchen Prozesswärme, wenn ich die damit betreibe, mit diesem Wasserstoff, habe ich einen sehr hohen Wirkungsgrad, weil die Elektrolyse läuft mit 90% und so. Wenn ich den Wasserstoff aber wieder zu Strom umwandeln will, also die Idee der Batterie, in diesem Fall über den Umweg eines chemischen Energieträgers, also Strom, Wasserstoff, wieder Strom, dann meint zumindest Herr Schmidt-Böckinger, steht da drin, dass man da nur 30% wieder kriegt. Also kommt ein bisschen darauf an, was dann wirklich realisierbar ist, aber die Rückumwandlung eines chemischen Energieträgers über Verbrennung, also über Wärme, ist immer mit einem gewaltigen Verlust verbunden. So, und da wäre jetzt die Unterwasserbatterie besser, weil ich eben einen typischen Wirkungsgrad erreiche von so einem Pumpspeicher-Wasserkraftwerk. Da ist keine Wärme involviert, also kein Verbrennungsprozess. Und Wärme ist in der Physik, in der Energiephysik immer schlecht, also Verbrennung. Also es ist mechanische Energie, Lageenergie, kriege ich 80% hin. Und für diese Anwendung ist das eigentlich ganz gut. Wie sieht es dann mit den Kosten aus? Also für Wasserstoff brauchen wir riesige Elektrolyseure. Für diese Geschichte brauchen wir viel Beton und müssen viel bauen. Kann man da irgendwie einen Kostenvergleich machen? Ja, also am Ende von so einer Projektstudie von Herrn Schmidt-Böcking, das war bei den Unterlagen, die ich da vorher vor diesem Interview angeschaut habe, da steht so ein bisschen kleinlaut drin, dass man meint, dass die zusätzlichen Kosten abhängig von der Skalierung, also je kleiner so ein Druckluftspeicher und Druckwasserspeicher ist, umso teurer ist er. Ja, das ist ja immer so, je größer irgendwas ist, umso billiger wird es, die Skalierung. Und Sie reden von 4 bis 20 Cent zusätzlich, die für diesen Strom, den man dann gespeichert wieder rausbekommt, bezahlt werden müssen. Also zusätzlich heißt, wir haben die Kosten des Stroms, der reinkommt. Da können wir jetzt sagen, wenn wir irgendwo in Saudi-Arabien wären oder so, dann habe ich eine Zahl von 1 Cent oder sowas pro Kilowattstunde gehört. Ja, ja. Und jetzt kommen zusätzlich diese Kosten für diese Apparatur der Wasserkraft. Ja, nur die Apparatur. Ne? Du brauchst ja dann noch die Zuleitung und sowas. Netzausbau ist ja ein Thema. Aber für die reine Speicherung, also man hat meinetwegen den ganzen Bodensee mit diesen Betonkugeln oder nicht Kugeln, das sind Röhren, bedeckt und kann da jetzt also die 500 oder 300 Gigawattstunden abspeichern, dann würde, wenn man den Strom wieder rausnimmt, eben der Strom teurer sein als der eingespeiste Strom, um diesen Betrag von zwischen 4 und 20 Cent. Also das Speichern kostet Geld, kann man einfach mal platt sagen, ja, was bei einer Batterie natürlich auch der Fall ist. Oh sicher, man kann das mit normalen Batterien, kann man diese großen Energiemengen sowieso nicht speichern. Also Batterien, es gibt ja Batteriespeicher zur Netzstabilisierung, da reden wir aber über Stabilisierungszeiten im Minutenbereich, weil mehr geht in so ein, auch wenn das eine ganze Werkshalle voller Lithium-Ionen-Batterien ist, das kriegt man nicht hin. Also hier kann man eine größere Größenordnung speichern, aber es kostet was. Und das war zu dem Zeitpunkt, als Herr Schmidt-Böcking diese Studien machte, da war der Strom ja noch viel billiger in Deutschland, war das zu teuer. Und deswegen wurde das erstmal verworfen. Okay. Wie viel Überschussstrom ist denn eigentlich zu erwarten? Also wie viel müssen wir denn wegspeichern in Zukunft? Ja, das war mir eben aus den Unterlagen von Herrn Schmidt-Böcking nicht klar. Also er betont selber, dass mit weiterem Ausbau von Sonne und Wind in Deutschland wir eine riesige Überschussleistung an sonnig und windigen Tagen haben. Und wir haben jetzt schon manchmal im Sommer, jetzt als es so sonnig war, 10 Gigawatt zu viel Strom. Also das Land verbraucht etwa 60 Gigawatt. Und wenn aber aus den Erneuerbaren plus das, was sowieso immer kommt, irgendwas um 70, 80 eingespeist wird oder sogar 100, dann haben wir eben 10, 20, 30 Gigawatt zu viel elektrische Leistung. Also und ein Gigawatt ist eine Großstadt. Das sind also riesendicke Kabel mit 300.000 Volt und da kommt irre viel Energie an. Und wie das in diese Unterwasserdinger eingespeist werden soll. Ja? Also er redet da über Megawatt oder sowas, wie diese Kompressoren laufen. Gut, es sind dann ganz viele, wenn der ganze Seeboden bedeckt ist. Aber trotzdem, mir kommt es so vor, als würde er zwar von den Energiemengen her, geht es vielleicht, aber die Leistung, die tagsüber aus der Solarenergie kommt, die jetzt wirklich da reinzubringen, also wie wenn man eine Batterie hat, aber nur mit einem ganz dünnen Kabel, ja, die kann man dann über mehrere Stunden laden, aber das fällt sofort in riesigen Mengen
Mengen an. Und da weiß ich nicht, ob die Leistung, die wir in Deutschland, Überschussleistung, ob wir die mit dieser Methode wirklich abfangen können. Oder ob nicht diese Methode einfach zwar viel Energiemenge, aber nicht diesen riesigen Energiefluss verträgt. Das ist die Frage. Gehen wir mal von dem Gedanken der Energieautarkie von Deutschland weg, der ja im Moment immer gerade so betrieben wird. Dabei haben wir die noch nie gehabt. Also wir haben Energie schon immer importiert und man geht eigentlich auch davon aus, dass das so bleiben wird. Auch die Wasserstoffüberlegungen, man geht davon aus, dass wir Wasserstoff importieren werden oder die daraus folgenden Produkte. Also könnten wir eigentlich auch davon ausgehen, dass man die Batteriespeicher nicht hier baut, sondern woanders. Und auch da kamen relativ hohe Kapazitäten weltweit möglich raus. Also global ist jedenfalls ein Vielfaches des Weltverbrauchs speicherbar. Ja, die Studie war ja nur, wo ist das Meer tief genug und in der Nähe der Küste. Ja, und das sind ja unendliche Flächen. Die kann ich natürlich alle mit diesen Betonröhren vollstellen. Da kommt eine riesige Kapazität raus. Normalerweise kommen wir immer an den Punkt, wo Gerd dann sagte, ja, aber damit kannst du vielleicht eine Fahrradlampe antreiben, aber nicht eine Großstadt. Aber, tut mir leid. Aber heute mal nicht, ne? Nein, das ist viel. Ist schon möglich. Ne? Gibt es Risiken? Gibt es irgendwas? Wir haben zum Beispiel bei der Windkraft gesagt, naja, wenn es Wind wegnimmt, dann verändert sich auch das Wetter. Oder Kernkraft, klar, hat Risiken. Solar bedeckt Flächen, Wasserstoff kann explodieren. Was ist denn der Worst Case bei dieser Wasserbatterie? Also es kann allenfalls mal eine Röhre implodieren. Also genauer gesagt, der Beton implodiert ja nicht wie eine Glaskugel, sondern kriegt einen Riss, dann tropft es rein. Und wenn es da eine Undichtigkeit gibt, die würde dann also dann größer werden, weil das Wasser erosiv ist. Und dann fühlt sich das Ding, das ist dann verloren. Ja, und dann ist ein Hundertstel oder ein Tausendstel dieses Ding mit Wasser geflutet. Das ist alles. Es gibt keine Risiken. Es ist keine wahnsinnige Atombombenähnliche Explosion auf dem Meeresboden. Nein, nur ein Haufen Beton. Okay. Das ist eigentlich immer die Frage bei vielen dieser Sachen. Wer soll das denn umsetzen? Und dann kommen wir ja immer darauf, es muss Firmen geben, für die das lukrativ ist. Wir brauchen also jemanden, der sagt, ich investiere jetzt die Summe X, um dieses Riesendings dahin zu bauen, vielleicht auch um die Genehmigungen zu bekommen und brauche dann eine entsprechende Marge hinterher, um in einer nützlichen Frist, wie der Schweizer sagt, das Ganze zu amortisieren. Ist das der Punkt, an dem es vielleicht bis jetzt hängt? Also ich kann nicht sagen, woran es wirklich hängt. Das ist mir ein bisschen, also ist mir einfach unklar. Also jetzt haben die Strompreise ja enorm zugelegt. Das heißt, man könnte größere Margen auch gerade für die Speicherung realisieren. Was ich eigentlich denke, ist, dass man vielleicht sogar Investoren finden würde. Ja. Aber ich denke, man kriegt keine Baugenehmigung. Also wer würde denn schon am Bodensee? Das sind drei Anrainerländer. Und jetzt willst du einen Quadratkilometer Bodenseeboden oder von mir aus auch nur einen kleineren Teil bedecken mit diesen Betonröhren. Da musst du erst mal Studien durchführen, was das auf das Biotop Bodensee auswirkt. Und dann sind aber garantiert jede Menge Leute dagegen. Also auch ich wäre sehr vorsichtig, dieses Biotop Bodensee, das wird ja eigentlich eine Betonschale, das ist gar kein natürlicher See mehr. Bei Hambach sieht es ein bisschen anders aus. Das ist ja sowieso ein furchtbares Loch, was der Mensch gegraben hat. Und da könnte man sowas realisieren. Aber trotzdem, man braucht einen Investor, es braucht eine Investitionssicherheit. Was ich noch sehe, vielleicht als Problem in der konkreten Umsetzung ist. Du hast diese Turbinen, da müssen die ja gewartet werden. Solche Pumpen, Kompressoren oder auch Turbinen, da muss man rankommen. Jetzt sind die in 400 Meter Wassertiefe. Wie tief kann man denn tauchen mit so einem Tauchgerät? Ich glaube, das geht nicht so tief runter. Das heißt, du kommst als Mensch sowieso nicht da unten hin. Das heißt, man müsste das dann hochbringen. Weil vom Bau wäre es ja so, man würde auf dem Boden des Hambacher Forstes diese Betonsachen bauen, was immerhin ein Vorteil wäre, weil es war gar nicht so einfach, diese kleine Betonkugel da im Bodensee zu versenken, erstmal dahin zu bringen und so weiter. Ja. Das heißt, erstmal bauen und dann versenken ist doof. Nee. Bauen und dann fluten. Und dann fluten. Woher auch immer das Wasser kommt. Ja, das ist Grundwasser. Das muss ständig abgepumpt werden, sonst läuft das von selbst voll. Dann müsste man es praktisch abpumpen, um wieder dran zu kommen für eine Wartung. Ja, also keine Ahnung, wie man da wieder drankommen will. Abpumpen, ja, so einen See abpumpen ist ja auch nicht so easy. Ja. Außerdem läuft er ständig wieder voll. Jedenfalls, das ist mir ein bisschen unklar, wie man mechanische Turbinen oder auch Pumpen in ein paar hundert Meter Wassertiefe warten will.
Gut, in Deutschland kann ich mir sowieso vorstellen, weil du das Stichwort Baugenehmigung gesagt hast, es ist ja auch noch ein Bauwerk, was es so nicht gibt. Das heißt, es müsste erstmal ein Regulatorium erschaffen werden, genau, nach dem man diese Baugenehmigung erteilen kann. Und damit sind wir in Deutschland wahrscheinlich für die nächsten 10 bis 20 Jahre beschäftigt. Das heißt, vielleicht, um das mal zusammenzufassen, wir haben gesehen, es ist ein Projekt, was physikalisch geht, was skalierbar ist, was Sinn hätte, was möglicherweise unter den heutigen Umständen auch wirtschaftlich sein könnte oder allmählich wirtschaftlich werden könnte, was vermutlich nicht hier zu realisieren ist aus regulatorischen Gründen und weil wir nicht die entsprechend tiefen Seen haben. Das heißt, es könnte aber möglich sein, anderswo auf der Welt, wo Staaten sind, die geografische Möglichkeiten haben und wirtschaftliches Interesse. Da wäre eigentlich der Fortschritt oder die Zukunft zu suchen. Schreiben wir es mal noch nicht ganz ab, sagen wir mal so, oder? Nee. Also man weiß jetzt nicht, was mit der Veränderung des Energiemarktes in Europa, aber auch in der ganzen Welt, was da noch auf uns zukommt. Speichermöglichkeiten sind absolut gefragt und das ist zumindest eine Speichermöglichkeit, in der wir in den nicht ganz 1 Terawattstunden Bereiche kommen, unter Bedingungen wie in Deutschland. In größeren Ländern, wo mehr Platz ist, kann man noch mehr machen. Und es ist eine Methode. Sie ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Also, und ungewöhnlich heißt, es ist schwer abzuschätzen für einen Investor, ob das wirklich realisierbar sein wird. Ich denke aber in Australien oder in den USA, wo einfach die Bevölkerung viel niedriger ist, wo wir riesige Flächen haben, auch Wasserflächen, da könnte sowas vielleicht mal realisiert werden. Ja. Vielen Dank, lieber Gerd, für diese Einschätzung. Also, wenn ihr in 10 Jahren mal davon hört, dass es sowas gibt oder dass es dann gang und gäbe, dann haben wir hier und heute schon mal darüber gesprochen. Ja, bitte gebt mir ein Like auf dieses Video und jetzt an dieser Stelle mal noch eine Bitte. 87% meiner Zuschauer haben kein Abo. Schön, dass ihr trotzdem guckt, aber für den Kanal ist es natürlich schlecht. Deswegen an dieser Stelle mal ausführlich meine Bitte, abonniert meinen Kanal. Aber es kostet nichts. Ne? Kostet nichts, natürlich nicht. Man muss sich nur anmelden und abonnieren. Dann könnt ihr auch kommentieren. Gerade beim heutigen Thema würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet. Naja, und dann seid ihr natürlich auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.